Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Recht einfach. Ich bin heute in der Kanzlei Kunz Rechtsanwälte und Steuerberater in Koblenz und spreche mit Rechtsanwalt Dominik Steinborn zum Thema LKW-Kartell. Göttingen fordert 335.000 Euro. Das Landgericht Hannover hat am 18. Dezember 2017 im Wege eines sogenannten Grund-, Zwischen- und Teilurteils festgestellt, dass die MAN Truck & Bus Deutschland GmbH dem Grunde nach verpflichtet ist, der Stadt Göttingen den aus der Beschaffung von verschiedenen Lkw-Fahrgestellen entstandenen Schaden zu ersetzen. Das steht derzeit noch nicht fest. Die Stadt Göttingen hat einen Anspruch in Höhe von rund 335.000 Euro geltend gemacht. Wie hoch der von der MAN Truck & Bus Deutschland GmbH zu ersetzende Schaden konkret ist, wird allerdings erst im weiteren Verlauf des Verfahrens geklärt werden. Hintergrund ist, dass die Höhe des Schadens zwischen der Stadt Göttingen und MAN streitig ist und die Feststellung eine umfangreiche Beweisaufnahme erfordert. Hier kann ich nur vermuten, dass das Landgericht Hannover davon ausgeht, dass die Entscheidung über die grundsätzliche Verpflichtung zum Schadensersatz eine Einigung über die Höhe stark fördert und damit zu einer Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens beiträgt. Das ist ein durchaus übliches Vorgehen bei komplexen Rechtsstreitigkeiten im unternehmerischen Bereich. Keine unmittelbaren, allerdings ist es eine erste Entscheidung, die möglicherweise wegweisend für andere Gerichte sein kann. Zudem gibt das Urteil erste Antworten auf einige wichtige Fragen in allen Lkw-Kartellverfahren. Zunächst wurde ein Anscheinsbeweis dazu angenommen, dass sich das Kartell allgemein preissteigernd ausgewirkt hat, die Preise also kartellbedingt über dem Marktniveau gelegen haben und dass im Kartellzeitraum beschaffte Fahrzeuge vom Kartell betroffen waren. Das führt dazu, dass MAN beweisen muss, dass dem Kläger trotz des Kartells bei dem Erwerb von mittelschweren und schweren Lastkraftwagen kein Schaden entstanden ist. Ein solch negativer Beweis ist erfahrungsgemäß äußerst schwer bis gar nicht zu erbringen. Ja, das Landgericht Hannover hat sich auch schließlich noch mit der von MAN erhobenen Einrede der Verjährung auseinandergesetzt. Die Stadt Göttingen hatte ihre Ansprüche auf Beschaffungsvorgänge aus den Jahren 2004 bis 2009 gestützt. Das Landgericht Hannover hat hierzu festgestellt, dass diese Ansprüche nicht verjährt sind und der Einwand von MAN trotz teilweisem Ablauf der 10-jährigen Verjährungsfrist ins Leere geht. Begründet wurde dies damit, dass die Verjährung in dem Zeitraum seit Beginn der Durchsuchungen im Januar 2011 bis zum abschließenden Beschluss am 19. Juli 2016 gehemmt war und erst 6 Monate nach diesem Zeitpunkt, also frühestens am 19. Januar 2017, eintreten konnte. Die Klage wurde aber zeitlich vorher erhoben. MAN hatte bereits angekündigt, das Urteil so nicht akzeptieren zu wollen und dagegen Berufung einlegen zu wollen. Es dürfte also davon auszugehen sein, dass das Oberlandesgericht weiter darüber entscheidet. Da ist noch nichts vorherzusehen. Das wird davon abhängig sein, wie das Oberlandesgericht die Sache wertet. Und wahrscheinlich wird das 6 bis 12 Monate dauern, bis man da Näheres zu weiß. Grundsätzlich ist das natürlich möglich. Allerdings enthält die Kartellschadensersatzrichtlinie als auch die Umsetzung in das deutsche Recht ebenfalls eine Regelung, wonach ein Anscheinsbeweis zugunsten der jeweiligen Kartellkläger angenommen wird. Ich denke daher, dass sich diese Rechtsprechung des Landgerichts Hannover eher verfestigen wird. Recht herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Steinborn. Wenn auch Sie eine Frage haben, mailen Sie mir unter hector@dvz.de. Wir werden das Thema dann in einer der nächsten Folgen behandeln. Machen Sie es gut.